Ja, hallo erstmal. Heute geht es um die Kingsletter Akten von Aqua Verde. Die wollen wir uns heute mal anschauen. Javier Coronel Vallardo ist zu lang. Also nennen wir ihn wie seine reichen Freunde. Garcita, er ist ein Mappy, ein mexikanischer Preppy oder ein Prepsikaner. Sein größter Erfolg war der Sieg in der Spermalotterie. Gonzalo Coronel Vallardo ist Milliardär. Und sein Papi gibt Söhnchen alles. Geld, Autos, Ausbildung, BA in Harvard, Business MBA in Wharton, Dr. Phil in Oxford, um sich etwas Feinschliff anzueignen und gute englische Kleidung. Jetzt darf er sein eigenes Resort leiten. Das war mal ein Nationalpark, aber jetzt wurde eine exklusive Ferienanlage daraus. Hier tut Carcita, was er am besten kann. Verbindungen herstellen. Zwischen Santa Blanca und jedem, der jemand ist. Manager, Politiker, Richter, Partylöwen, sogar Promis. Sie wissen, wer das ist, oder? Kleiner Tipp, sie ist in die Reha wegen irgendeiner rassistischen Aussage. Carcita bietet dem Kartell mehr als nur Geschäftsabschlüsse. Es ist ein beispielloser Grad der Korruption. Und sie sollen dem ein Ende bereiten. Ohne Connections, keine Korruption. Ja, also die letzte Datei, die uns noch gefehlt hatte im letzten Video hier, wo ich euch ja zeigte, dass da noch eine fehlt. Das war eine Mammutaufgabe, sie zu finden. Deswegen kleiner Tipp von mir. Deckt in jedem Gebiet alle Fragezeichen auf und guckt auch wirklich in jedes Haus, ob da irgendwie ein Computer steht, den du vielleicht hacken musst. So war es jetzt hier. Ich musste hier auch in ein Gebäude rein, Computer hacken, damit ich die letzte Kingsley-Datei finde. So, jetzt geht es weiter. Aufzeichnen, Glitzer und Gold. Wie gesagt, rechts seht ihr mir noch, ne? So eine Art Zusammenfassung. Ich will ein Event. Carcita. Politiker sind von Natur aus glamour-süchtig. Im Casino muss es von Promis wimmeln. Wer könnte da sein? Ich hab schon Ideen. Da wäre Marco Cruz. Der fette Schauspieler. Der will selbst Politiker sein. Du denkst, du sollst die Promis kaufen, aber du sollst sie anlocken. Sí, sí, claro. Bebe Herrera. Sie ist ein kolumbianischer Telenovela-Star. Der Star von El Rostro de la Patinadora. Die Serie kenne ich. Ella es muy bonita. Du kennst sie. Sie spielt gerne Poker. Wenn wir ein Turnier ausrichten, bringt sie vielleicht noch ein paar Schauspieler und Musiker mit. Bueno, mach das möglich. Sie und ihre Freunde müssen meine Kontakte nicht persönlich unterhalten. Comprendes? Sí, absolut, Jefe. Jefe? Nächsten Monat hast du ein paar politische... Pero Casita, Agua Verde ist ein Nationalpark, einer von Boliviens Naturschätzen. Dort ein Resort zu bauen... Minister, der Rest der Welt sollte diesen Schatz mit uns teilen. Wenn wir Agua Verde in ein Resort verwandeln, bringen Touristen haufenweise Cash ins Land. Das Casino allein... Das Casino? Selbst wenn ich es ohne Zustimmung der Aymara genehmige, wird die Glücksspielbehörde ein Casino mit so fragwürdiger Finanzierung niemals genehmigen. Sie haben die Genehmigung schon erteilt. Hä? Okay? Das glaube ich nicht. Wie ist so etwas möglich? Nun, der Präsident der Glücksspielbehörde versteht, dass viel Geld durch ein Casino läuft. Wenn etwas von dem Geld verloren geht, möchte er sicherstellen, dass es in die richtigen Hände fällt. Wollen Sie das nicht auch, Senor? Ah, okay, natürlich. Über wie viel Geld reden wir? Sagen wir 50.000 US-Dollar pro Monat. Für den Anfang? Ja, das klingt durchaus vernünftig, Casita. Ihr Anwalt soll mir die Baugenehmigungen schicken, ich erledige dann den Rest. Für den Anfang, na, nicht schlecht, nicht schlecht. Ay, le decían el Ricky, y se vino a...
geht ganz schön lange. Mensch, das wäre ja fast ein eigenes Video würdig gewesen, das Ding hier. So, jetzt kommt Aufzählung, erstickte Proteste. Die lokalen Nachrichten. Ein Baufahrzeug ist durch eine Gruppe einmaler Demonstranten in Augerwerder gefahren. Bilanz 25 Tote. Seit April veranstalten die Aymara Widerstandsmärsche, blockieren Straßen und versuchen, die Bauarbeiter daran zu hindern, die Baustelle des Resorts und Casinos in Paraíso Augerwerder zu erreichen. Am frühen Morgen durchbrach ein Kipplaster die Reihen der Protestler und tötete einige von ihnen. Die genehmigte Anlage befindet sich auf vermeintlich heiligem Land. Naturschutzgruppen befürchten, dass die drohende Verschmutzung das Ökosystem des Sees beschädigen wird. Wegen der Toten wurde keine Anklage erhoben und die Vertreter der Aymara haben sich noch nicht geäußert, ob der Protest weitergeht. Die Militärpolizei der Unidad sorgt jetzt für Ordnung. Internationale Nachrichten. Königin Britta von Schweden hat eine Tochter zur Welt gebracht. Schön! Ja, so, jetzt kommt ein Bildhinweis. Chesio, Osho, Chexi, Chexi, ach Chexi, Chex, Chex, ja, 3 Millionen. Ein Scheck der Barriejos Bank, unterschrieben von Xavier Casita Valardo an einer respektablen New Yorker Anwaltskanzlei. Höchstwahrscheinlich Bestechungsgelder, um den Bau des Resorts und Casinos in Aquaverde zu sichern. Aha, gut. Ein goldenes Buch. Hey, Garcita, Great Party. Naja, gut. Ein Hinweis an Xavier Garcita Valardo von Rico Sandoval. Offenbar ist der harte Undercover-Agent Sandoval etwas zu tief in das Kartell eingedrungen. Okay, da der Smarty Sunny Boy. Xavier Garcita Valardo erscheint auf dem Cover der aktuellen Ausgabe einer bekannten internationalen Kassette als Sohn des mexikanischen Milliardärs Gonzalo Valardo. Agiert Garcita als das öffentliche Gesicht des Kartells. Als Jetsetter und Idol lockt er bekannte Sportler, Berühmtheiten und Politiker in das Ressort Aquaverde, um Absprachen zu erleichtern und die Softpower des Santa Blanca Kartells zu erweitern. Okay, jetzt haben wir noch einen Bildhinweis. Jetzt haben wir noch, wie viele denn noch? Oh, bald fertig. Garcitas aktuelles Selfie erzielt über 340.000 Likes und mehr. Der Sohn des mexikanischen Milliardärs Gonzalo Valardo, Javier Garcita Valardo, dient als Idol, respektierte Fassade des Kartells und weitet Santa Blancas Softpower aus. Fast das gleich wie vorher, ne? So, Boliviens Buchon-Block. In diesem Block Post verurteilt Ramon Belis die Verschleierung und offensichtliche Korruption, die beim Bau des Ressorts und des Casinos in Aquaverde herrschen. Und eine Legende wieder. Alte Menschen, die in der Nähe von Flüssen oder Seen wohnen, sei es auf dem Altiplano oder im Tiefland, erzählen häufig Geschichten von Sirenen, wie die Sirenen aus dem antiken Griechenland.
sagt man ihnen nach, sie lockten die Fischer mit ihren Liedern in den Tod. Angeblich sind sie vor langer Zeit verschwunden, aber von Zeit zu Zeit findet man Berichte in bolivianischen Zeitungen, in denen Leute von Begegnungen mit Sirenen berichten. Eieiei. Ja, gut. Das waren die ganzen Kingsley-Akten hier aus Aqua Verde. Mal sehen, was wir als nächstes denn machen. Zwei. Wie gesagt, wir sehen, glaube ich, von zwei, sind zwei genau hier unten. Sieben von neun, da fehlen mir noch zwei. Einen habe ich, glaube ich, schon hier irgendwo aufgedeckt. Und wie gesagt, ihr müsst alle Fragezeichen freilegen. Da kann es passieren, dass eine Kingsley-Datei freigeschaltet wird, genau wie hier. Oder eben in jedes Haus. Und wie gesagt, wo ich das hier gesucht habe, oh, ich bin... nein, nicht jedes Frage, das habe ich noch vergessen. Siehst du? Bin, glaube ich, in jeden Stützpunkt, der hier ist, hier reingehuscht. In der Basis, also nochmal kämpfen und. Also habe ich wirklich jedes Ding hier, was hier schon aufgedeckt war, nochmal rein und geguckt. Und in irgendein, ich glaube, das war hier, Coca-Pasta-Fabrik, ich glaube, das war hier, da war dann ein... Nee, das ist ein anderes Gebiet. In irgendeiner Anlage war... Hier waren die Villen von den reichen Leuten. Da war jedenfalls... Das ist, glaube ich, im Berg gewesen hier. Unterhalb musste man hier unten reinschwimmen. Und da stand ein PC, den musste man dann betätigen oder knacken, damit man dann... Sag schnell. Ja. Die Kingsley-Datei gekriegt, die letzte. Aber gut zu wissen, dass mir hier noch einer fehlt. Ein Fragezeichen. Also hier muss... Hier muss ich noch die ganzen Fragezeichen aufdecken. Um die Kingsley-Dateien unter Umständen freizulegen. Und ja. Na gut. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Falls ihr selber noch nicht alle Kingsley-Dateien aufgedeckt habt. So könnt ihr die jetzt aber nachverfolgen, ne? Oder mal selber anhören. Also in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, haut drin, habt noch einen schönen, und habt auch einen Freitag, ne? Ja. Also habt noch einen schönen Freitag, kommt gut ins Wochenende. In diesem Sinne, sag ich mal, bye bye, euer Terra, ciao.